Hallöchen alle zusammen, hier ist Nico von Berlin Babel, lange nicht mehr gesehen. Heute gibt es einen kleinen Vlog zu unserem Alltag hier, beziehungsweise alles, was irgendwie neu ist. Wir haben ja lange keinen Vlog mehr gemacht und deswegen drehen wir einfach mal so den Freitag, den wir heute haben, blip, einfach ab und nehmen euch mit. Ja Leute, was gibt's so Neues? Bei mir persönlich ist es so, ich trinke aktuell keinen Kaffee. Ich habe da so eine Coffee Reduction, wie man es immer mal nennen mag. Say what? Aktuell am Laufen und bin in einer Woche, wo ich keinen Kaffee trinke. Und es ist natürlich sehr simpel, wenn man halt Fritz um sich rum hat tagtäglich und der halt literweise Kaffee in seinen Körper reinschießt. Und ja, ich versuche mir so ein bisschen mit Tee auszuhelfen. Ja, das Ganze läuft nur bis Donnerstag. Warum ich das Ganze mache? Ja, weiß ich nicht. Ich habe es so als 30-Tage-Challenge gesehen oder beziehungsweise als auch nicht als Neujahrsvorsatz. Das Ding ist, ich habe schon ewig lang so Kaffee so unbewusst getrunken. Immer wenn es stressig wurde, wenn irgendwie gerade was Kacke lief oder sowas, immer schnell so einen Kaffee getrunken, um so ein kleines High zu haben und habe so gemerkt, okay, das wird langsam zur Gewohnheit, beziehungsweise ich will viel, viel mehr so den Kaffee zelebrieren und das Ding so ein bisschen bewusster konsumieren. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann selbstregulatorisch für mich jetzt mal 4 Wochen lang weniger und eine Woche lang gar keinen Kaffee trinken. Und darin befinde ich mich gerade und die ersten beiden Tage, also seit vorgestern, die ersten beiden Tage ohne Kaffee, man merkt es schon so ein bisschen. Also die Gedanken schweifen so ab und zu mal ab Richtung Kaffee. Aber ja, man will es ja auch selbst beweisen und dafür wird der nächste Kaffee, wenn es denn soweit ist, umso schöner am kommenden Donnerstag. Jetzt für die Tagesagenda, ich bin gerade angekommen, wir haben es jetzt irgendwie 10 Uhr oder sowas, Fritz und Mina haben oder trainieren gerade und ich mache jetzt die Snippets der letzten Videos, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme, so mit dem Hiersein, Trainieren, Drehen, Schneiden und dann abends irgendwie noch ein Snippet zusammenbasteln. Deswegen gibt es jetzt für die letzten 3 Videos die Snippets heute erst, die wir posten. Und für alle, die es nicht wissen, warum die Snippets, wir machen halt gerade 30 Tage oder 31 Tage lang den gesamten Januar jeden Tag ein Video und ja, dafür die Snippets. Dafür halt dann jeden Tag ein Video, die Snippets und ich hoffe Knowledge und Entertainment für euch. Ach so, für die OGs unter euch, wenn man nach 1-2 Monaten man sich als OG bezeichnen kann, egal. Der Raum, in dem ich gerade sitze, das ist ja der alte Lagerraum des Vorbesitzers, dann halt unser eingerichtetes Büro und ja, jetzt ist es wieder ein Hybrid-Ding aus Lagerraum und Arbeitsraum. Jedenfalls ist es hier in den Wintertagen extrem kalt, weil keine Heizung hier eingebaut ist und deswegen bin ich immer allein hier eigentlich, sitze hier in Mütze in voller Montur und die beiden haben sich drüben das Büro in den Umkleide-Physio-Raum quasi verlegt, damit sie warme Füße haben und irgendwie kuschelig warm arbeiten können. Also ja, der Raum, der ist halt irgendwie noch nicht so ganz am Ziel oder Ende angelangt. Da wird sich bestimmt noch einiges ändern in nächster Zeit. Aber ja, jetzt werden erstmal kurz die Snippets geschnitten. So, Videos sind jetzt fertig und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal gucken, was die beiden Nasen da drüben machen und kontrollieren mal deren Arbeit. Und was ich gerade sehe, ein Eisfach kann man einfach auch mal offen lassen. Ja, warum nicht? Warum auch nicht? Also ich muss da kurz mal Props geben an Fritz. Ich hatte gestern eine Cola geholt, eine 1-Liter Cola. Und wollte mich gerade auf den Weg machen, um mir noch eine kleine zu holen, weil ich einfach Bock habe, so ein bisschen kaffeeersatzmäßig da was zu trinken oder konsumieren zu können. Und bin ich davon ausgegangen, dass der Liter noch da ist, weil Fritz hier eigentlich alles weginhaliert innerhalb von 2 Sekunden, wenn irgendwie was offen rumsteht. Aber, surprise, surprise. Nein, das ist keine Werbung, aber die Cola ist tatsächlich noch da, Alter. Ich bin entzückt, würde ich fast sagen. Entzückt. Okay Leute, der Fritz ist gerade wahnsinnig beschäftigt mit seinem Programming, deswegen gehen wir den nachher mal auf die Nerven. Ich werde jetzt in der Zeit ein bisschen trainieren und werde, und das ist mir jetzt mal so spontan eingefallen, ich hätte ja Fritz mal gesagt, zum 15. März soll er ja so ein bisschen Kettlebell Juggling üben. Und es ist alles auf den Mist gewachsen, weil er
einen amerikanischen Dude gesehen hat, der damit ganz wild juggeln kann mit den Kettlebells. Und ich habe jetzt einfach gedacht, ich bin so ein bisschen angetan von diesen, sagen wir mal, mittelfristigen Challenges. Das heißt, so über 30 Tage sich irgendwie was festnehmen, jetzt bei mir der Kaffee. Und habe jetzt mir einfach gesagt, so 20. Januar bis zum 22. Februar. Und mal gucken, wie wir das ausmalen, aber will ich besser sein als Fritz im Kettlebell-Juggling? Er weiß es noch nicht, aber ich werde wahrscheinlich irgendwie mal was raussuchen von dem Ami, der das so gut kann, eine Choreo quasi, und dann testen wir die einfach mal in einem Monat, wer halt dann entsprechend das Ding besser drauf hat. Deswegen werde ich jetzt gleich in meinem Training oder vor meinem Training auch ein bisschen juggeln. Mein Training heute ist ein absolutes Schwachstellentraining. Geht einmal um die Stelzen, also Backsquats werde ich machen. Handstand, Push-Ups kann ich auch absolut gar nicht, deswegen da ein bisschen rumtun. Und ja, mehr werde ich auch, glaube ich, nicht machen, weil ich schon echt durch bin von den letzten Tagen und Wochen. Aber kommen wir einfach mal zum Kettlebell-Juggling. Mal gucken, wie so mein aktueller Stand ist. Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht. Ich kriege das schon ein, zwei Mal auch ganz gut gefangen, aber da ist absolut noch keine Routine dabei bei den einfachsten Bewegungen. Aber ja, seht einfach mal selbst. Ach so, noch eine Sache. Fritz sagte wohl, dass die Tupperdose, also meine MacGyver-Erfindung für den Schutz vor der Steckdose, von alleine abgefallen ist. Ich glaube ihm das nicht ganz. Er ist auch gerade, als hätte er es gehört. Ich würde Nico reparieren, Junge, Alter. So, ja. Und es hat gehalten. Ich bezweifle, dass es von alleine abgefallen ist, aber Fritz sagt, es ist der Fall. Ja, okay, kommen wir zum Training. Okay, kommen wir zum eigentlichen Training. Nachdem ich jetzt mit Fritz so ein bisschen wild spekuliert habe, wie der Wetteinsatz sein könnte und dergleichen. Aber bevor wir anfangen zu trainieren, erstmal ganz entspannt noch natürlich Mobi. Wenn ihr dazu Videos sehen wollt, für die Hüftmobilität etc., also für einen guten Squat, ich blende es hier irgendwo oben ein, ich mache das jetzt auch und dann geht es ins Training rein. Ja Leute, während ihr mir jetzt gerade zuseht, wie ich hier beim Handstand Push-Up extrem abkacke, wollte ich euch ganz kurz noch eine Sache nahebringen oder erklären. Man kennt ja die Crossfitter, die sind innerhalb von 5 Minuten nackig. Und das hat natürlich irgendwo den Grund, also bei manchen, ich will es auch gar nicht bei mir irgendwie wegsprechen, aber es hat natürlich auch irgendwo den Vorteil, dass man weniger waschen muss, beziehungsweise wenn man sein Shirt vor dem Schwitzen auszieht, man das Shirt mehrmals verwenden kann. Und somit spart man Wasser, Stromkosten für die Waschmaschine und das ist auch entsprechend ein Grund, warum ziemlich früh und auch hier im Berlin Babel ab und an mal ziemlich früh die Shirts fliegen. Training ist durch, wie zu erwarten sehr ermüdend, brauche ich mal morgen den Pausentag und Fritz hat es endlich einrichten können, quasi ein paar Videos für die nächsten Tage zu drehen, weil wir brauchen ja noch Content für die letzten Tage im Januar. Dementsprechend ja, gibt es jetzt so ein kleines Behind the Scene von den Videos, die wir drehen und ja, von dem Training von Fritz, weil Fritz entsprechend auch gleich parallel trainieren wird. Okay, nächster Tagespunkt geschafft. Fritz zieht sich gerade um. Wir haben gerade einen neuen YouTube-Shit
gedreht. Und jetzt gehen wir einfach mal gucken, was Mina macht, weil die schon eine ganze Weile, beziehungsweise ein paar Tage lang an der Website, glaube ich, rumgeschraubt hat. Mal gucken, ob sie noch dran ist. Hola! Ich bin noch dran an der Website. Hola! Aber sie ist fertig! Robo am Starten. Oh. Ja, ich zeig's einfach mal. Hier unser Remote Coaching, Pain Free Coaching, Nutrition Coaching, Private Coaching hier im Gym, das gerade leider nicht möglich ist, aber hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Und unser Online-Shop mit unseren Programmen. Ach, guck mal, da bin ich ja sogar. Das sind unsere YouTube-Videos. Das Nijo! Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Um jetzt mal ein bisschen die Euphorie zu bremsen, ja? Sie hat mein Essen auch gegessen. Was hast du da für eine Frisbee in der Hand? Willst du draußen mit den Hunden spielen gehen oder was? Okay, während die beiden jetzt diskutieren, würde ich das Video jetzt mal abrappen. Ihr seht, es ist einiges hier zu... Fritz geht jetzt mit seinem Rap Frisbee spielen draußen. Der wirft dann hinterher und fängt sie selbst. Das hat er jetzt... Und ja, ich werde jetzt mich ransetzen, das Video schneiden. Ihr seht, hier ist tagtäglich viel Betrieb. Gerade wegen dieser Januar-Challenge, wir können es nicht oft, zu oft betonen. Und ja, an der Website haben wir jetzt auch ein bisschen rumgeschraubt. Ich kann ja mal hier unten den Link reinhauen, dass sie da auch mal vorbeischauen können, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt etc., ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Und ansonsten sehen wir uns morgen in einem neuen Video wieder. Habt noch einen schönen Freitagabend und bis morgen. Tschüss.